Okay, ja, eine der, glaube ich, größten Erfahrungen, die ich zumindest persönlich gemacht habe, ist, dass die Suche nach Win-Win-Situationen in der Verhandlung mit Nordamerikanern also ganz besonders wichtig ist. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das in Deutschland gar nicht so sehr ein Thema ist, sondern dass man durchaus in Verhandlungen zwei Gesprächspartner hat, die jeder ihre eigene Position vertreten. Und wenn zufälligerweise diese beiden Interessen in die gleiche Richtung laufen, dann ist das schön. Wenn nicht, dann versucht man irgendwie zu einem Kompromiss zu kommen. Und in allen Verhandlungssituationen, die ich erlebt habe mit nordamerikanischen Verhandlungspartnern, ging es eigentlich sehr stark darum, eine Konstellation zu finden, wo beide Seiten einen positiven Nutzen aus der Verhandlung ziehen und wo beide Seiten quasi zu einem Win aus der Verhandlungssituation hinausgehen können. Das finde ich persönlich sehr angenehm, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die, glaube ich, man in diesem Kontext ganz besonders macht, weil man es aus dem deutschen Umfeld so in der Weise nicht unbedingt gewohnt ist, dass es so sehr darauf ankommt, eine Win-Win-Situation tatsächlich auch herzustellen.